Und damit hallo und herzlich willkommen zurück, meine lieben Damen und Herren, zurück zu Let's Play Stardew Valley. Wir müssten jetzt eigentlich schon den vorletzten Tag im Frühling haben und wir bekommen hier nochmal ordentlich was an Bohnen ausgeschenkt. Wunderbar. Die werden wir allerdings jetzt nicht verkaufen, habe ich ja schon angekündigt, beziehungsweise die normalen Bohnen werden wir nicht verkaufen. Die anderen Bohnen, also die nicht so schönen Bohnen, die... wir werden die normalen Bohnen verkaufen. Die nicht normalen Bohnen werden wir... Andersrum. Die normalen Bohnen werden wir nicht verkaufen. Die nicht normalen Bohnen werden wir verkaufen. Weil das gibt Cash. Cash, Cash, Cash. So, hier tun wir mal gerade ein bisschen Zeug rein. Die Kohle zum Beispiel. Das hier tun wir auch noch rein. Die ganzen Fische. Und haben wir gerade Post bekommen? Ne, das klang gerade so. Okay. Gut. Und bevor wir jetzt überhaupt irgendwas machen können... Weil ich habe ja den Plan, mal bei Clint vorbeizuschauen und... Ne, eigentlich will ich nicht bei Clint vorbeischauen. Lohnt sich eigentlich nicht, bei Clint vorbeizuschauen. Ich werde jetzt hier gerade mal alles schnell bewässern und dann werde ich natürlicherweise erstmal zu Pierre's gehen. Danach werde ich zu Gunther gehen und dem ein bisschen was spenden. Und wenn wir das gemacht haben... werde ich dann auch direkt... Ja, keine Ahnung, was ich dann mache. Wenn ich ehrlich bin. Dann schaue ich mal, was ich tue. Also erstmal müssen wir auch noch was für Emily finden. Irgendwas Geschenkartiges. Das werden wir auch noch hinbekommen. Das werden wir noch schaffen. Ich wollte mal gerade gucken. Da oben auf der Map, ne, das ist unbekannt. Okay, ist unbekanntes Gebiet. Da wollte ich nur nochmal auf Nummer sicher gehen, dass ich da noch nicht sehen kann, was da ist. Aber wir sind sowieso... Wir sind ja... Wir werden hier vermutlich noch eine Menge erkunden können. So. Jetzt sind wir halt natürlich hier schon am Ende mit, ja, dem Gießen schon fast. Haben wir schon fast alles geschafft. Ne? Ja. Ja, haben wir schon wieder geschafft. Das Feld, also das Kartoffelfeld, ehemalige Pastinakenfeld. Und ich bin auch mal gespannt, was für Sachen wir jetzt hier im Sommer anbauen können, beziehungsweise anbauen werden vor allem. Bin ich mal gespannt, worauf wir uns da so ein bisschen, denke ich mal, spezialisieren auch. Jetzt im Sommer dann halt erstmal, weil wir haben ja momentan noch nicht diese Flächen an Felder, die wir haben sollten eigentlich. Also ich würde behaupten, wir sollten mal ein bisschen auch mal Gas geben, was auch mal das auf dem Hof angeht. Ich würde behaupten, dann machen wir das doch auch mal einfach, dass wir da so ein bisschen einfach mal einfach Bäume fällen, einfach raushauen, was raushauen geht. Wie gesagt, heute hat Emily Geburtstag. Ja, heute hat Emily Geburtstag. Heute ist Geburtstag. Heute ist Geburtstag. Amethyst über den Kamin hängen. Boah, okay, das ist natürlich... Da muss ich kurz nachgucken, ob wir einen haben. Wenn wir einen haben, ist schön. Mache ich kurz. Dann laufe ich da kurz hoch. Amethyst. Müsste ein Stein sein. Oder ist es ein Fisch? Das war ein Witz. Also ich glaube nicht, dass es ein Fisch ist. Aber ich weiß nicht, ob wir noch einen haben. Weil wir haben ja hier eingelagert. Ein Topasch. Ein Jagit und ein Quarz. Haben wir. Aber kein Amethyst. Nee, dann nehmen wir das auch nicht an. Weil wir... Wie schon gesagt, eben, werden wir ja hier jetzt uns in... unserem Garten später vergnügen, unserem, also auf unserem Land. Ist ja kein Garten. Sowieso. Ne? Wir müssen eindeutig ja mal ein bisschen mehr noch mal, ein bisschen schneller mal arbeiten. Hallo Pierre. Wieder einmal der Verkauf der grünen Bohnen. Danke, dass ich jetzt auch ein bisschen mehr bekomme. Tschüss. So. Dann gehen wir jetzt rüber zu Museum. Nicht zum Gemüse. Ich wollte gerade sagen, wir gehen jetzt rüber zum Gemüse, aber das ist nicht korrekt. So, zum Museum und rein ins Museum und
Hallo Gunther, wie geht's? Dem Museum spenden? Ganz genau das hier. Obwohl ich vielleicht... Kann ich denn das hier einfach spenden? Oder muss ich... Ich weiß es gerade nicht. Ich versuche mal gerade was. Ich komme nicht zu ihm hin, ne? Ne, zu ihm hin komme ich jetzt so nicht. Museum spendest, ja. Ne, dann spenden wir ihm das mal schnell. Ja. Dem Museum etwas spenden, spenden wir ihm das hier und das legen wir dann einfach hier mitten rein. So, erzählt er mir jetzt was darüber? Nein. Er sieht nicht so aus, als hättest du irgendwas, das du dem Museum spenden kannst. Mach dich besser mal auf die Schatzsuche, was? Ich hab dir gerade was gespendet und ich hätte eigentlich ganz gerne Informationen darüber bekommen. Komme ich aber scheinbar nicht. Zwergenschriftrolle 1. Eine vergilbte Schriftrolle aus Pergament, gefüllt mit zwergischer Schrift. Diese hier wurde mit einer roten Schleife verschnürt. Schön. Das ist ein Amethyst. Amethyst. Eine violette Variante von Quarz. Ach so. Süß mal. Wusste ich gar nicht. Quarz, ein klarer Kristall, der häufig in Höhlen und Minen gefunden wird. Was haben wir hier noch? Erdkristall. Eine harzige Substanz, die in der Nähe von, die in der Nähe der Oberfläche zu finden ist. Okay. Was haben wir hier eigentlich? Was sagt mir das hier? Hier fehlt ein Buch. Achso. Gut. Wo gehen wir jetzt hin? Was machen wir denn jetzt? Jetzt hatte ich hier so... Jetzt, achso. Ja. Versuchen wir doch einfach mal mit ein paar Leuten zu reden. Vielleicht. Oder wir suchen gerade mal nach etwas für Emily. Jeder scheint an den Wochenenden ein wenig glücklicher zu sein, oder? Das ist verständlich. Ich arbeite leider 7 Tage die Woche. Das ist leider auch mein Teil. Hallo Penny. Das hier ist so ein schönes kleines Städtchen. Du kannst es nicht vermeiden, alle zu treffen. Doch. Ich frage mich, wie es ist, in einer Großstadt zu leben. Das, naja. Papa kommt bald zurück. Ich hoffe, er bringt mir ein Spielzeug mit. Der Arme. Du riechst nach Gras. Entschuldigung, ey. Hab gerade noch einen durchgezogen. Okay, gehen wir wieder. Bevor mir nochmal gesagt wird, dass ich nach Gras rieche. Und das dann vielleicht auch den Erwachsenen auffällt. Ist vielleicht nicht so gut. Da haben wir eine Nazische. Na komm, wir nehmen doch direkt eine mit. Und noch eine. Wenn wir schon dabei sind, nehmen wir auch noch den Löwenzahn mit. Gut. Kenne ich ja eigentlich immer noch nicht, ne? Was steht da? Der Bus Richtung Gallico. Ja, Gallico Wüste ist momentan nicht in Betrieb. Okay. Wissen wir das nun auch? Was ja momentan nicht in Betrieb ist. Gut, hier haben wir jetzt so grob schon mal alles erledigt. Die Bäume lasse ich hier natürlich wachsen jetzt noch. Ja. Haben wir hier mal erstmal so ein bisschen was frei. Na. Dann brauchen wir Holz. Brauchen wir, denke ich, viel Holz. Holz oder Steine? Eins von beiden. Aber eher Holz. Weil dann würde ich hier ja natürlich ganz gerne jetzt meine Felder dann halt auch mal umzäunen und alles und so weiter und so fort. Wir haben viel zu tun eigentlich. Eigentlich haben wir wirklich sehr viel zu tun jetzt. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Guck mal hier, den Baum können wir mal gerade fällen zum Beispiel direkt. So, perfekt. Oh, perfekt, Baum gefällt. Baum gefällt, Magnus glücklich. Und der nächste Baum. Der nächste Baum geht down. Wir haben Ahornsamen noch bekommen. Gut. Dann machen wir hier weiter. Und
da und da und da und weg und weg und weg. Ich frage mich hier gerade nochmal. Ja. Ja, was ist Hund? Was ist? Was ist los? Ja, habe ich hier nicht im. Okay. Was ist los, Hund? Ich wollte mal wissen, was hier drin ist, aber nicht. Ist einfach nichts drin. Okay, Hund, was ist los? Unser Hund will uns was sagen. Habe ich so das Gefühl. Guck mal, da ist auch noch so eine Statue. Fällt mir gerade mal so auf. Mit denen wir aber immer noch nichts anfangen können. Juhu. Ich muss mal gerade auf was nachgucken. Kann ich jetzt schon gar nicht mehr. Kann ich jetzt schon abhaken. Ja. Ich wollte nämlich gerade sagen, ich muss mal nachgucken, ob ich bei Robin auch Holz kaufen könnte. Ich bräuchte es natürlich jetzt gerade noch nicht, aber später vielleicht mal. Deswegen diese Überlegung gerade. Aber wir haben jetzt auch wenig Energie nur noch. Das heißt, wir gehen jetzt mal auf die Suche nach ein, zwei Personen. Guck mal, da ist was runtergefallen. Da ist was runtergefallen. Die nehmen wir mit. Bringt die denn was? Sitzt, also, ja. Also, okay. Gut. Denn wir versuchen dann natürlich einfach mal die Narzissen loszuwerden. Also eigentlich versuchen wir nur zwei Narzissen loszuwerden. Der hier bringt Energie, ne? Ja. Gehen wir erstmal hier rein. Na guck mal, das ist noch leer. Okay. Bringen wir jetzt erstmal Emily ein Geschenk. Hallo Emily. Geschenk. Ein Geburtstagsgeschenk? Das ist sehr nett von dir. Ich liebe es. Das freut mich. Ich mag es, meine eigenen Kleider zu schneidern. Aber an den Stoff dafür komme ich nicht so leicht ran. Und es ist eine lange Reise in die Stadt. Ja. Das mag sein. Hallo Lea. Hier hast du eine Narzisse. Das ist genug. Okay, gut. Wir haben Lea schon genug Geschenke gegeben. Ist okay. Das war dann schon alles eigentlich, was ich heute erledigen wollte. Weil das ist ein bisschen blöd. Ging ein bisschen flott jetzt alles. Wenn ich das mal so sagen darf. Ja. Also ich kann jetzt die Folge noch nicht beenden. Will ich auch nicht. Will ich auch nicht. Na. Also. Ich möchte auch so, wie so. 15, 20 Minuten ist ja eigentlich so mein Minimum. Ach, guck mal, die sind am Rauchen. Was? Ich hab dich nicht verstanden. Ich bin damit beschäftigt, über etwas nachzudenken. Du redest mit jemandem. Was willst du? Ich will kämpfen. Ich will ein Duell. Mit dir auch. Mir ist nur gerade eingefallen, dass ich etwas hätte tun sollen. Aber ich hab's vergessen. Weil ich das gerade eben nicht rausgeschnitten hab. Entschuldigung, wegen dem Husten. Das passiert mir andauernd. Also ich denke aber mal, dass ich es rausgeschnitten habe. Im Normalfall schneide ich sowas raus. Aber halt mal falls, ne? Falls ich es mal nicht hinbekomme, es rauszuschneiden. Falls ich dumm bin. Da hinten war das fest. Aber da kommen wir nicht hin. Gehe ich mal von aus. Und hier ist Hof. Gehen wir mal einfach mal durch meinen Hof durch. Ja. Ich würde mal eigentlich. Fällt mir gerade mal so ein. Kann man ja mal gerade mal ausprobieren. Aber vermutlich geht's nicht, ne? Nee, okay. Ist nicht stark genug, um das Holz zu zerhacken. Gut. Haben wir das geklärt? Das wollte ich nämlich einfach wirklich mal gucken, ob ich da durchkomme. Oh. Da steht ein Chain. So spät noch auf. Natürlich. Ich bin Bauer, ich muss 24/7 wachen. Hier, ein kühles Bier. Danke.
Das ist ein Topf. Sieht wirklich dämlich aus. Puh, Leben. So hieß damals ein Minecraft-Projekt. Ist richtig. Oh nein! Hast du jemals das Gefühl, dass du bei jeglichen Vorhaben einfach nur scheitern wirst? Nee, ich überhaupt nicht. Also ich könnte jetzt meine Lebensgeschichte erzählen, dann würdet ihr bemerken, dass dieser Satz teilweise Ironie ist, weil bei mir geht eine Menge schief, aber am Ende habe ich immer so ein Fünkchen Glück, wodurch sich alles nochmal richtig dreht, wodurch alles einen Sinn bekommt, wodurch irgendwie, ja, wodurch alles irgendwie funktioniert am Ende. Das ist bei mir so das Gute, aber es läuft meistens, ist so, also wenn ich sag mal, ich nehme mir was vor und dann läuft scheiße, läuft scheiße, läuft scheiße, läuft scheiße, läuft scheiße, läuft richtig scheiße, läuft noch beschissener, läuft total beschissen, kurz davor aufzugeben. Und dann kommt dieser Funkenglück und dann klappt's. Und dann klappt's noch gerade so. Kurz bevor ich aufgeben wollte, bekomme ich dann wieder neuen Mut und denke mir, okay, jetzt ziehst du es doch noch durch und dann auf einmal packe ich's. Und das ist schön, das ist bei mir wirklich Glück. Aber dieses mit dem jegliche Vorhaben scheitern werden. Ja, das kenne ich. Ich habe viele Sachen nicht gemacht, weil ich mir sicher war, dass ich damit scheitern werde. Teilweise bereue ich es, teilweise nicht. Teilweise denke ich, war es immer noch die richtige Entscheidung. Aber manchmal wünschte ich, dass ich andere Entscheidungen getroffen hätte. Manchmal aber halt auch nicht. Als würdest du in irgendeiner elenden Leere so tief feststecken, dass du nie wieder daraus entkommen kannst. Jetzt auch nicht so extrem. Aber ich kann es nachvollziehen, weil es halt Teile in meinem Leben gibt, wo ich einfach Pech habe. Und wo andere nicht dieses Pech haben, dafür haben andere Leute in anderen Punkten, wo ich übelst Glück habe, haben dann halt in dem Punkt einfach übelst Pech. Also ich kann mich über mein Leben nicht beklagen, das wollte ich jetzt nur nochmal gesagt haben. Aber man kann es teilweise nachvollziehen, was er halt sagt. Egal wie sehr ich mich anstrenge. Ich habe das Gefühl, ich bin nicht stark genug, um aus diesem Loch zu klettern. Ach, Shane, dafür sind wir doch da. Jo. Das war scheinbar kein Bier. Hey, ein schneller Trinker, hm? Ein Mann ganz nach meinem Herzen. Mach es dir nicht nur nicht zur Gewohnheit. Du hast immer noch eine Zukunft vor dir. Ja, Kollege, du doch auch. Du bist nicht viel älter als ich. Oh, meine Leber fleht mich an, aufzuhören. Lassen wir es für heute gut sein. Man sieht sich, Otto. Jo, Shane. Ja. Das war... Sind wir betrunken? Was ist los mit uns? Warum glühen wir? Wir sind betrunken. Scheinbar. Oder uns ist warm. Hallo. Okay, dann halt nicht. Ich dachte, ich könnte die nochmal ansprechen. Achso. Beschwipst! Das wollte ich nämlich. Das ist nämlich der Punkt, den ich mal ausprobieren wollte. Also, was heißt ausprobieren wollte? Wo ich mir nie sicher war, ob es möglich ist, sich hier in diesem Spiel zu betrinken, weil man sich ja Bier kaufen kann. Und in vielen Spielen kann man sich ja auch tatsächlich betrinken. Also, man hat dann am Ende einen Effekt auf sich. Und das wollte ich hier halt mal testen. Habe aber natürlich bis jetzt noch nicht genug Geld gehabt, weil 400 für ein Bier ist ein bisschen viel. Und jetzt weiß ich's. Es geht. Es klappt. Es funktioniert. Finde ich super. Macht das Spiel nochmal ein klein wenig sympathischer. Jetzt nicht, weil ich irgendwie Alkohol so gern mag oder so etwas ähnliches, sondern einfach nur, weil es logisch ist, wenn man sich Bier kaufen kann, dass man dann davon auch betrunken wird. Das ist vollkommen logisch. So, dann bellt mein Hund wieder. Gucken wir uns mal gerade den Wetterbericht für morgen an. Willkommen bei Kosu 5, deiner Lieblingsquelle für Wetter, Neuigkeiten und Unterhaltung. Und jetzt die Wettervorhersage für morgen. Morgen wird es den ganzen Tag regnen. Ein schöner letzter Frühlingstag. Dann nehmen wir jetzt noch den Wahrsager. Ich fühle, dass ein neuer Zuschauer hinzugekommen ist. Ein junger Mann aus dem Sternentautal. Willkommen, willkommen.
Die Geister sind heute etwas genervt. Das Glück wird nicht auf deiner Seite sein. Okay. Das haben wir ja gerade schon besprochen. Mit dem Glück und so. Zum Beispiel ist das Pech, dass mein Hund genau vor meiner Kiste liegt. So, das wäre Pech. Aber ja, er hat sich noch bewegt. Glück im Unglück. Gut. Meine Damen und Herren, ich bedanke mich fürs Zusehen und sage bis morgen. Wir sehen uns morgen wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir hatten heute mal ein etwas ernsteres Gespräch mit Shane, was ich sehr schön finde, was ich sehr gut finde. Dass man da halt auch mal nicht nur dieses ewig Genervte hat. Mir war schon klar, dass es im Endeffekt so eine Stille Wasser sind Tiefgeschichte wird. So, der Typ ist immer genervt, hat keinen Bock auf alles, ist abgefuckt von allem und jedem. Aber in Wirklichkeit ist er halt einfach nur übelst unzufrieden mit seiner momentanen Lage und möchte sich eigentlich nur daraus befreien. Und das war mir schon, also jetzt mal ganz ehrlich, aber wem das nicht klar war, der hat nicht aufgepasst, der hat geschlafen. Aber finde ich schön, dass das Spiel so schnell dann halt auch einfach wieder mal sowas zeigt. Ich finde es sowieso schön, dass man hier immer wieder diese Events hat, wie auch beispielsweise mal mit Linus, der dann die Mülltonne durchsucht hat, wo wir hätten was machen können, wo wir hätten was sagen können. Also wo wir verschiedene Möglichkeiten dann halt auch hatten, zu reagieren. Und solche Events finde ich halt super. Die machen diese Spielwelt hier lebendig. Das ist so, das zeigt einfach noch eine Story. Das Spiel hat eine Story. Eine sehr kleine Story, aber es hat eine Story. Und die gefällt mir sehr gut bis jetzt. Und ja, deswegen würde ich jetzt sagen, meine Damen und Herren, wir sehen uns morgen wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Stardew Valley. Bis dann. Tschüss.